Wort für die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Ministerin. Ich glaube, wir können nur ansatzweise die Folgen abschätzen zurzeit, die der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine beinhaltet. Natürlich leiden zuallererst die Menschen in der Ukraine, in den Städten, die bombardiert werden, die Flüchtlinge dort, aber auch hierzulande die Ärmsten von den gestiegenen Energiepreisen, wenn nicht gegengehandelt wird. Auch in Russland ein Teil der Bevölkerung wird leiden, aber insbesondere leiden diejenigen Teile auch der Weltbevölkerung, die von den Getreideexporten aus Russland und der Ukraine abhängig sind. Und all das ist einer der Gründe, warum dieser Krieg so schnell wie möglich beendet werden muss und alles getan werden muss, dass dieser Krieg endet. Oxfam etwa sagt, dass in Ostafrika, dass Ostafrika 90% des Weizens aus Russland und der Ukraine importiert. Laut dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung würden bis zu über 100 Millionen Menschen zusätzlich in Hunger getrieben durch die Folgen des Krieges, der Sanktionen und Gegensanktionen, des Exportstopps zum Beispiel in Russland von Weizen und wahrscheinlich auch von Kali. All das, wie gesagt, ein Grund, dass dieser Krieg beendet werden muss. Aber in dieser Situation, Frau Ministerin, das muss ich schon sagen, in dieser Situation, auch angesichts der anderen Krisen, der Pandemie, der schreienden sozialen Ungleichheit weltweit, in dieser Situation den Entwicklungsetat um knapp 13% zu kürzen, das ist völlig unverständlich, und das lehnen wir ab. Und das ist, Herr Gröhe hat ja im Detail darauf hingewiesen, in welchen Bereichen hier gekürzt wird. Aber es kontrastiert eben auch völlig, dass auf der anderen Seite 100 Milliarden Euro für einen Sonderfonds zur Aufrüstung auch noch ins Grundgesetz verankert hier beschlossen werden sollen. Das sind alles völlig falsche Prioritätensetzungen. Wir fordern mit Blick auf die Entwicklungspolitik eine klare Priorität auf zivile Mittel der Krisenprävention. Jeder Euro, das wurde hier schon gesagt, der hier investiert wird, ist auch eine Investition in die Sicherheit und vielleicht die Abwehr von künftigen Konflikten und Krisen. Wir fordern keine Absenkung der Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit von, was jetzt vorgesehen ist, 1,6 Milliarden Euro, wie es die Ampel jetzt in dem Haushaltsentwurf vorsieht. Stattdessen einen konstanten Aufwuchs der Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit über die kommenden Jahre bis zum Ende der Legislatur, um das 0,7-Prozent-Ziel dauerhaft und stabil auch zu halten, das die OECD-Länder sich gegenseitig versprochen haben. Es gibt ja sogar Länder, die sogar über 1% sind. Hier will ich auch mal dran erinnern. Wir fordern eine Aufstockung der globalen Klimamittel, aber eben zusätzlich zum Entwicklungshaushalt und nicht sozusagen mit dem dann verrechnet. Wir fordern die sofortige Erfüllung des OECD-Ziels, mindestens 0,2% des Bruttoinlandsprodukts für die allerärmsten Länder zur Verfügung zu stellen und die sofortige Erfüllung des Ziels, 0,1% des Bruttoinlandsprodukts für die gesundheitsbezogene Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen und hiermit weltweit den Aufbau einer qualitativ hochwertigen Basisgesundheitsinfrastruktur, zu der alle Menschen Zugang haben müssen, zu unterstützen. Dafür schlagen wir einen globalen Fonds für die universelle Gesundheitsversorgung vor. Des Weiteren eine sofortige Entschuldung der allerärmsten Länder des Südens. Das ist ja schon eine ganz lange Diskussion. Und zu guter Letzt einen klaren Fokus der Entwicklungszusammenarbeit auf den Abbau von Abhängigkeiten und hier insbesondere im Bereich der Ernährungssicherung.
und zwar durch die Förderung von Ernährungssouveränität in den Ländern des Südens. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gabriele Heinrich hat für die SPD das Wort.